Es gibt von einem Kirkeby eine schöne Aussage. Witzigerweise habe ich die auch mal gemacht und wusste das nicht. Ich habe dann eine Ausstellung Kirkeby gesehen und er sagte, auf der Leinwand kann ich wenigstens rücksichtslos sein. Ne? Wie man hier sieht. Es ne? Geht nicht nur um schöne Bilder malen, was ich ja auch gerne mache. Es geht auch manchmal um Rücksichtslosigkeit, rauskotzen sozusagen. Ne? Ich habe praktisch so gut wie gar nicht gemalt. Das geht aber schon so seit 2 Jahren fast, was ich immer bedauert habe, weil mein Herz gehört den Farben, mein Herz gehört der Malerei. Und irgendwie dachte ich, die Phase ist vielleicht mal irgendwann vorbei, weil bei mir ist das so, wenn der Pinsel nichts hergibt, dann suche ich anderes Material. Fotografiere, mache Skulpturen, mache Schmuck und frag mich nicht, ne? Und ja, seit gestern hat der Pinsel wieder was hergegeben. Und ja, die Kallert ist glücklich. Diese Malpause, die ist entstanden, weil ich irgendwie, ich habe kein Motiv hatte. Na, das konnte ich nur in Skulpturen ausdrücken. Wie gesagt, ich habe ja die vielen Frauenbilder gemalt und habe mir einfach das Frauenbild so angeschaut, wie es in der Mode zum Beispiel gezeigt wird. Und diese Frauen habe ich als Bild genommen und habe die gemalt, aber ich male immer, glaube ich, sehr, sehr persönlich. Selbst die Farbmalerei ist für mich persönlich. Es ist auch ein Erforschen des Raumes. Wie ist das, wenn Rot und Grün sich begegnen? Oder wie ist das, wenn sich 10 Farben begegnen? Ne? Wo darf es krabetzig sein? Wo muss es ruhig sein? Ich glaube, man bekommt durch die Malerei eine große Wahrnehmung, jedenfalls bilde ich mir das ein, die zu haben. Ne? Ich mache hier viel offenes Atelier, gebe Malkurse und das heißt, die Einnahmen fehlten. Und nicht nur die Einnahmen fehlten, die Menschen fehlten mir auch. Ich mache jede Woche mittlerweile 2 offene Ateliers und das schon über viele, viele Jahre. Ich bin jetzt 10 Jahre hier im Atelier und da sind Freundschaften entstanden und leider, leider lange Pausen. Aber die schöne Seite war für mich, dass ich war wenig im Atelier, ich habe viel zu Hause gearbeitet. Ich habe in dem Jahr sehr viel mit Papier gearbeitet. Das wäre hier im Atelier gar nicht für mich so gut möglich gewesen. Und ich bin ein bisschen mehr noch zu Hause angekommen und habe so ein bisschen auch Genusszeit gehabt, Ruhe. Ich bin ja eine sehr unruhige Künstlerin, immer in Action, immer am Arbeiten. Und da habe ich für mich was Neues erobert und ja, das fand ich auch klasse. Die Papierkleider sind sehr, sehr persönliche Kleider, hängen mit meinem Leben sehr stark zusammen. Das ganz weiße Kleid heißt zum Beispiel, heute heirate ich mich selbst. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erklären. Da findet natürlich ein Prozess statt. Dann gibt es ein Kleid, auch ein weißes Kleid, da wollte ich das Hochzeitskleid sozusagen nochmal nachmachen für mehrere Ausstellungen und das ist mir nicht gelungen. Und da bin ich so wütend drüber geworden, habe einen Cutter genommen und wollte es zerstören und da war das neue Kleid da, Wut im Bauch, da ist dann so eine Monsterfigur reingekommen.